Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen, hier vom Höchsten gegenüber den Schweizer und österreichischen Alpen und oberhalb des Bodensees. Das hier war neulich auf meinem Schreibtisch, ein Geschenk von meiner Frau, eine Herzschachtel. Und in dieser Schachtel, interessiert Sie es, war Folgendes, eine kleine Dose mit der Aufschrift I love you. Und da drin drei kleine Kerzen, die man dann einfach so aufstecken konnte und dann anzünden kann. Und dann kann man die Liebe feiern. Es war noch in dieser Schachtel drin ein kleines Päckchen mit der Aufschrift Du bist der Knaller. Und schauen Sie, was drin war in diesem Päckchen. Tatsächlich so ein Partykracher. Und das Wichtigste, natürlich diese Karte hier mit der Aufschrift, ich komme immer zum gleichen Ergebnis, du liebst mich. Und dann hat sie reingeschrieben, und ich dich auch. Ich persönlich, und das weiß meine Frau, liebe solche kreativen, humorvollen Liebesbeweise. Und ich persönlich glaube auch, dass jeder von uns solche Liebesbeweise täglich braucht. Nehmen Sie diesen Gottesdienst als einen Liebesbeweis von Gott. Nehmen Sie diese Zeit für sich persönlich, wo Ihnen Gott zuspricht, ich liebe dich, so wie du bist. Und ich lade Sie ein, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein zu einem ersten gemeinsamen Lied, Wir suchen deine Nähe. Christus erbarme dich.
Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. So ist Psalm 103 überschrieben. Und ich lade Sie ein, dass wir diesen Psalm miteinander beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönend mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Freie Zeit, heilige Zeit, Gottesdienst. Mein Gott, wie schön. Ich kann mich entspannen, Atem holen, zur Besinnung kommen. Ich kann mich freuen an Menschen, die mir lieb und vertraut sind, am Licht der Sonne, an Blumen und Bäumen, am Singen der Vögel, wer weiß, woran noch. Und heiliger Gott, ich kann dein Wort hören und deine Liebe feiern, mit allen, die an dich glauben und denen, die zweifeln. Ich danke dir, Gott. Und ich bitte dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst, an diesem Tag, in seinem Licht, im Licht deines Sohnes, möchte ich leben. Amen. In der Bibel steht im 2. Korintherbrief 4, Verse 6 bis 10: Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Zu Gast in der Stunde des Höchsten ist heute Irmgard Lohmüller. Sie arbeitet seit vielen Jahren bei den Zieglerschen in der Jugendhilfe und setzt sich mit viel, viel Engagement für Jugendliche ein. Eigentlich sollte man meinen, wer Tag aus, Tag ein so viel mit Jugendlichen zu tun hat, der braucht das dann nicht auch noch unbedingt privat. Aber bei Irmgard Lohmüller ist das anders. Sie hat einen Pflegesohn angenommen. Wie es dazu kam, was das mit sich gebracht hat und wie sie das alles schafft,
erzählt sie uns heute im Gespräch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo, Frau Lohmüller. Hallo, Herr Bräuning. Ein Pflegesohn. Wie kam es dazu? Der Christian ist der Sohn meiner Freundin Beate, Bea genannt. Und die Bea ist im Februar 2010 an ihrer Krebserkrankung gestorben. Mhm. Und wieso kriegen Sie dann den Sohn? Also ich habe mich schon eigentlich 3 Jahre, bevor sie gestorben ist, um ihre Jungen gekümmert. Mhm. Speziell am Anfang um den Älteren der beiden Söhne, der Andreas. Das war auch eine Jugendhilfemaßnahme und ich wollte sie unterstützen, einfach weil sie damals diese Krebsdiagnose bekommen hat. Mhm. Und wir haben auch schon lange, bevor sie gestorben ist, immer wieder geredet und geplant, wie wir es machen könnten, also wenn sie die Kraft nicht mehr hat, sich um ihre Söhne zu kümmern oder wenn sie tatsächlich stirbt. Boah, das ist ja beeindruckend. Wohl dem, der so eine Freundin hat wie Sie, die sich auf den letzten Lebensabschnittsweg mitbegibt, eine krebskranke Frau betreut und dann noch sich so um deren Kinder kümmert. Das waren ja zwei ganz schwere Situationen. Wie war das, die Freundin so beim Sterben zu begleiten? Ist ja ihre beste Freundin gewesen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine todkranke Frau begleitet habe. Die Bea war eigentlich eher eine Powerfrau. Mhm. Und 2005 hatte sie erstmals die Krebsdiagnose und sie hat dann eine Chemotherapie erhalten und nach dieser Therapie als gesund gegolten. Mhm. Und 2007 hat sie dann wieder einen Knoten festgestellt und dann hat sie auch mit der Zeit Metastasen bekommen. Aber trotzdem, für mich war sie immer Powerfrau, sie ist immer Powerfrau geblieben. Sie hat auch 2 Jahre vor ihrem Tod noch ein Haus gebaut. Das war immer ihr großer Wahnsinn. Wunsch, mhm. dass sie mal ein eigenes Haus hat. Und das hat sie alles geplant und organisiert. Und ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor, wenn man Mutter ist von 2 Kindern und weiß, man muss die jetzt irgendwann loslassen, weil man dann eben doch irgendwann nicht mehr kann. Wie war das für Ihre Freundin? Also ich habe selber 4 Kinder. Wenn ich mir das vorstellen müsste, ich sterbe, muss die Kinder loslassen, die leben weiter, überleben mich. War das noch eine wahnsinnige Zerreißprobe für Ihre Freundin? Also das war mal so für sie. Manchmal hat sie schon sehr geklagt und hat gesagt, ach, warum passiert mir das? Aber meistens hat sie sich das eigentlich gar nicht anmerken lassen. Also sie ist wirklich als Powerfrau durchs Leben gegangen und hat sich noch so gut es ging um ihre Söhne gekümmert. Und so richtig schlecht ist es ihr eigentlich erst so ein halbes Jahr vor ihrem Tod gegangen. Da hat sie dann auch öfters geweint, weil sie einfach Schmerzen hatte und weil sie so schwach war. Und da war ich dann schon auch manchmal wieder hilflos und habe eben versucht, sie zu trösten und sie zu unterstützen. Und wenn sie dann im Krankenhaus war, habe ich in Fronhoven gewohnt und habe mich um die Jungs gekümmert. Mhm. Oder in den Ferien bin ich mal mit ihnen an den Bodensee eine Woche zum Zelten. Also so habe ich versucht, sie zu unterstützen. Und der letzte Wille ihrer Freundin war quasi ihr Vermächtnis, dass sie sich um die Jungen kümmern. Mhm, das hat sie sich sehr gewünscht. Wir hatten auch viele, viele Gespräche in ihrer Küche. Und es ging also die letzten 2 Jahre immer nur noch um die Jungs bei ihr. Das war ihr das Wichtigste, mhm. dass es ihren Jungen gut geht. Aber ihr großer Wunsch wäre gewesen, dass ich nach Fronhoven ziehe ins Haus und mich um beide Jungen kümmere. Mhm. Aber ich habe mir das lange überlegt und habe einfach gemerkt, ich kann nicht nach Fronhoven ziehen. Also ich muss da bleiben, wo ich bin, weil da habe ich auch meine Stabilität und meine mhm. Bekannten und Freunde, die mich auch unterstützen. Mhm. Und ich habe irgendwann auch mal gemerkt, dass ich mich auch nicht um beide Jungs kümmern kann. Also ich musste mich entscheiden. Und ich habe mich dann damals für den Jüngeren der beiden entschieden. Der Christian, der war 14, als sie gestorben ist. Mhm. Weil Christian und ich haben besser zueinander gepasst, einfach vom Charakter her. Und Andreas hat doch noch mehr Aufmerksamkeit erfordert. Mhm. Und das habe ich mir einfach nicht zugetraut. Wie ist es mit so einem Pflegesohn jetzt, wenn man ein kleines Baby adoptiert, dann kann man das so als sein Kind ansehen. Wie sehen Sie diesen Pflegesohn an? Ist das so Ihr Kind oder was ist da für ein Verhältnis zwischen Ihnen? Also ich kann jetzt nicht sagen, er ist mein Kind, weil ich bin definitiv einfach nicht seine Mutter.
Aber wir haben uns zusammengerauft, wir haben uns zusammengelebt und wir sind eigentlich eine Familie. Also Chris, ich und unsere zwei Katzen. Und das war auch ein langer Weg, das war nicht einfach am Anfang. Also da hat es auch öfters Meinungsverschiedenheiten gegeben, es hat auch mal Training gegeben, es hat Umarmungen gegeben. Und wir haben schon über ein Jahr gebraucht, bis wir uns aneinander gewöhnt haben. Und zwar für ihn ja auch sehr, sehr schwierig, dass seine Mama gestorben ist. Und er hat einfach auch noch seine Zeit gebraucht zum Trauern. Das war für ihn ja noch viel schwerer als für mich. Wie würden Sie denn so auf den Punkt gebracht, Ihr Verhältnis zueinander beschreiben, von Christian zu Ihnen? Ich sehe mich so als mütterliche Freundin, als Betreuerin ein Stück weit und als Coach von Christian. Und wir haben Zeiten, da reden wir auch viel miteinander, also es ist mal so und mal so. Und mir war es immer wichtig, dass ich den Christian zur Selbstständigkeit erziehe. Weil er wird jetzt 17 im April und wird dann wahrscheinlich noch 2 Jahre bei mir leben, bis er sein Abi hat und dann wird er gehen. Und das war mir das Wichtigste, dass er dann sein Leben selbst gestalten kann. Jetzt haben Sie ja beruflich aber auch noch viel mit Jugendlichen zu tun. Wird es Ihnen manchmal zu viel? Und da ist es doch schön, wenn man abends noch mal nach Hause gehen kann und niemand um sich herum hat. Aber dann geht es da gerade weiter. Woher nehmen Sie die Kraft für dieses ganze Engagement? Es ist verschieden. Manchmal wieder ist es mir viel, aber ich komme immer wieder durch. Und der Christian ist ja jetzt nicht so, dass er mir dauernd am Rockzipfel hängt. Also er ist einfach bald erwachsen auch. Und ich kann mich dann schon zu Hause wieder entspannen. Und wie gesagt, wir haben noch 2 Tiere. Da kann ich mich gut entspannen mit den Tieren. Und ich bin Schulsozialarbeiterin und habe ja auch viel Ferien. Muss ich sagen. Gott sei Dank. Jetzt haben Sie mir vor dem Gespräch verraten, dass Sie kurz vorher noch SDH, Stunde des Höchsten, auf YouTube angeguckt haben. Und dann haben Sie mir auch noch verraten, dass Sie ab und zu Gottesdienst im Fernsehen schauen, Stunde des Höchsten. Sind Sie ein religiöser Mensch? Kann man so sagen. Und ich muss auch sagen, dass seit dem Tod der Bea hat sich mein Glaube verstärkt. Also ich bin auch mehr mit Menschen zusammen, die im Glauben stehen, fest im Glauben stehen. Und ich merke einfach immer mehr, wie viel Kraft mir der Glaube auch gibt. Und ich möchte den Glauben nicht mehr missen. Wieso stärkt das Ihren Glauben, wenn die beste Freundin am Krebs verreckt? Ja gut, man macht sich natürlich auch Gedanken über das eigene Leben und was man noch erreichen möchte im Leben. Und man fragt sich natürlich auch, kann mir das auch mal passieren? Und ja, das sind alles so Fragen. Und ich habe mir auch Hilfe geholt bei Menschen. Und da bin ich eben auch an gläubige Menschen gestoßen und habe meinen Glauben intensiviert dadurch eigentlich. Ich unterhalte mich auch jeden Morgen mit Gott, bevor ich zur Arbeit gehe. Also es gehört jetzt einfach dazu. Und wenn mir irgendwas zu schwer wird, dann sage ich so, jetzt muss ich es dir einfach hinlegen. Ich weiß nicht mehr weiter und das hilft mir dann auch. Ich merke, dass Sie viel mit jungen Menschen zu tun haben und dann auch eine ganz andere Sprache drauf haben. Wer unterhält sich denn mit Gott? Die Frommen sagen immer, sie beten. Aber Sie sagen, ich unterhalte mich mit Gott. Das gefällt mir. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel gute Unterhaltung. Dass hier unser Gespräch war mehr als Unterhaltung. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Bleiben Sie uns wohlgesonnen in Sachen Stunde des Höchsten. Und dann sehen wir uns hoffentlich mal wieder. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute Ihnen, Frau Lohmeier. Dankeschön. Thank you.
Ich liebe es, geliebt zu werden. Wenn mein Sohn zu mir sagt, Papa, guck mal, wie lieb ich dich habe, und dann beginnt ein sehr schönes Spiel. Denn er breitet seine Hände aus, so weit es geht, nach links und rechts und sagt, so lieb habe ich dich. Und dann breite ich meine Hände aus ein Stück weiter und sage, und ich habe dich so lieb. Und dann schaut sich Dominik um und sagt zu mir, und ich habe dich lieb von hier bis zur Decke. Und ich habe dich lieb bis zum Ende der Straße, antworte ich. Und dann geht es immer so weiter. Ich habe dich lieb bis zum Ende der Stadt, bis zum Ende der Welt, bis zum Mond und bis zur Sonne und bis zur Milchstraße. Und ich habe dich lieb bis ans Ende des Universums, triumphiert Dominik. Tja, weiter komme ich dann auch nicht. So lieb habe ich dich auch, sage ich dann, und wir sind glücklich. Eigentlich müsste solch ein Gespräch über das Geliebtsein und Geliebtwerden jeden Tag ablaufen. Denn das braucht jeder von uns. Von einem anderen Menschen zu hören, ich habe dich lieb. So doll habe ich dich lieb. In einer wunderschönen Geschichte, die Rainer Maria Rilke erzählt von einer Bettlerin, kommt genau das zum Ausdruck, wie man von solchen Liebesbeweisen leben kann. Rilke erzählt, in der Zeit, als ich in Paris war, kam ich gemeinsam mit einer Französin jeden Tag um die Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld bat. Er erzählt weiter, ohne zu einem Geber je aufzusehen, saß die Frau immer am gleichen Ort und streckte ihre Hand bittend aus. Rilke gab nie etwas. Seine Begleiterin gab häufig ein Geldstück. Eines Tages fragte die Französin, warum er nichts gebe, und Rilke gab ihr zur Antwort, wir müssten ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand. Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte, wunderschöne Rose mit und legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin. Da blickte die Bettlerin auf, sah den Geber, erhob sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose davon. Eine Woche lang war der Platz der Bettlerin leer. Sie war nicht mehr zu sehen. Da fragte die Französin, wovon diese Frau jetzt denn lebte, da sie nicht mehr beim Betteln gesehen wurde. Rilke antwortete, tja, diese Bettlerin lebte in den letzten Tagen, wo sie nicht mehr hier war und bettelte, von der Rose. 8 Tage lang. Dann saß sie wieder da und bettelte. 8 Tage lang von einer Rose leben. Das geht. Rosen gelten seit dem Altertum als ein Symbol der Liebe. Wenn ich sie jemandem schenke, symbolisiert diese Blume, du bist mir wichtig. Du bist mir wertvoll. So wie du bist, bist du mir wichtig. Ich interessiere mich für dich. Wissen Sie, man kann sich solche Rosen in Hüllen und Füllen kaufen. Richtig glücklich machen gekaufte Rosen aber nur dann, wenn man sie verschenkt oder wenn man sie selber geschenkt bekommt. Liebe kann man sich zur Not auch kaufen. Richtig glücklich macht die Liebe aber nur dann, wenn man sie selber geschenkt bekommt oder wenn man sie weiterschenkt. Wir feiern diesen Gottesdienst, weil wir Liebe geschenkt bekommen haben. Die ganze Bibel, das ganze Evangelium im Alten und Neuen Testament ist ein einzigartiger Liebesbeweis Gottes. Und in Christus schüttet Gott sein ganzes Herz aus. Seine ganze Liebe kommt uns in Christus zugute. Oftmals wird Christus missverstanden als religiöser Fanatiker, als Sündenbock, als Weltverbesserer. Nein, Jesus Christus ist letzten Endes nichts anderes als ein, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Jesus Christus ist letzten Endes nichts anderes als ein Strauß Rosen.
Ein Strauß Rosen, den Gott uns entgegenbringt. Übrigens war ja mit der Rose auch die Vorstellung des Schmerzes verbunden. Wie heißt es in der Umgangssprache? Keine Rose ohne Dornen. Christus schenkt uns Rosen mit dem und in dem, was er tut. So als ob er damit sagen will, bei mir darf der Schmerz vorkommen und ich möchte ihn gerne mit der Liebe verbinden. Das wissen wir. Falsche Liebe, vorenthaltene Liebe, die verursacht oft ganz starke Schmerzen. Christus bringt das in der Rose alles zusammen. Gott schenkt uns in Christus einen Strauß Rosen, um die schmerzvollen Erfahrungen mit den liebevollen Gesten zusammenzubringen. Schauen Sie sich das an. Da schenkt Christus einer Frau eine Rose, die der käuflichen Liebe aufgesessen war und die deshalb von allen verstoßen wurde. Er legt ihr eine Rose in die Hand und signalisiert mit seinen Worten: Du bist für mich wertvoll und wichtig. Ich achte dich. Da schenkt er einem Mann, der 38 Jahre lang krank war, eine Rose und signalisiert ihm echte Wertschätzung, echtes Interesse, obwohl er der Außenseiter ist, schon lange nicht mehr dazugehört. Christus geht auf ihn zu, gibt ihm damit echte Anteilnahme, bringt ihm Sympathie entgegen. Eine Geste, durch die der Kranke sogar Heilungskräfte mobilisiert. Es geht weiter. Im ganzen Evangelium lesen wir immer wieder, wie Christus Rosen verschenkt an Kinder, die er gerne an sich ranlässt, an Angehörige, an vermeintlich starke und selbstsichere. Er verschenkt Rosen an schon längst Verstorbene, um ihnen allen zu zeigen: Ich liebe dich, ich schreibe dich nicht ab, ich interessiere mich für dich, ich setze mich für dein Recht ein, du wirst zu deinem Recht kommen. Du kommst bald wieder zurecht, weil ich dir helfe, weil du mir wichtig bist. Haben Sie den Christus schon entdeckt? So stelle ich mir persönlich den Christus vor. Als einen mit offenen, ausgestreckten Armen, der auf die Menschen zugeht, sie offenherzig empfängt und ihnen sagt: Ich liebe dich. Du brauchst mir nicht beweisen, dass du liebenswert bist. Ich interessiere mich für dich. Du brauchst nicht zu meinen, ich hätte dich jemals vergessen. Ich suche dich und ich akzeptiere dich so, wie du bist. Du brauchst bei mir keine unerfüllbaren Erwartungen zu erfüllen. Und dann hält jeder von uns solche Liebeszeichen, solche Rosen von Christus in der Hand. Was damit tun? Es ist schön, sie in der Hand zu halten. Aber sollen wir sie aufbewahren, bis sie verblüht sind? Oder sollen wir nicht vielmehr eine Rose nach der anderen weiter verschenken? Jeder von uns, an jeden von uns. Sie und ich, wir dürfen diese empfangene Liebe weitergeben, weil es so viele andere Bedürftige, so viele Liebeshungrige gibt. Und von Christus haben wir gelernt, die Liebe ist grenzenlos. Sie macht nicht Halt vor Menschen, die anders sind, die fremd sind, die uns unsympathisch sind. Ein eindrucksvolles Beispiel ist folgende Begebenheit. Ein Pfarrer in einer kleinen Dorfgemeinde soll eine Taufe durchführen. Normalerweise freuen sich Eltern, Paten, Omas und Opas, Onkels und Tanten immer über die pausbäckigen, süßen, unbeschwerten Babys, die da über den Taufstein gehalten wurden. Sie sehen sich schon mit dem Kleinen auf dem Schoß über den Spielplatz toben. Sie sehen es in Gedanken mit der Schultüte in der Hand. Aber bei dieser Taufe war es anders. Der Pfarrer würde einen kleinen, behinderten Jungen taufen. Am Körper entstellt. Dieses Kind würde vermutlich niemals laufen, niemals mit Bauklötzen spielen. Dieses Kind würde niemals richtig reden, niemals lachen können. Dieses Kind würde niemals seine Eltern umarmen können. Dieses Kind würde
ein Leben lang auf die Hilfe und auf die Liebesbeweise anderer Menschen angewiesen sein. Dieses Kind war eben nicht niedlich und pausbäckig und schon gar nicht unbeschwert. Als der Sonntag kam, war die ganze große Familie des Täuflings in der Kirche. Der Pate trug den kleinen Jungen und die Familie versammelte sich um den Taufstein. Da nahm der Pfarrer das Kind in den Arm, lächelte, schaute auf die versammelte Taufgemeinde und sagte: Hauptsache, Hauptsache geliebt. Der dänische Philosoph und christliche Mystiker Søren Kierkegaard schreibt über die Liebe: Was macht einen Menschen groß? Zum Wunder der Schöpfung, wohlgefällig in den Augen Gottes. Was macht einen Menschen stark? Stärker als die ganze Welt. Was macht ihn schwach, schwächer als ein Kind? Was macht einen Menschen hart, härter als den Felsen? Was macht ihn weich, weicher als der Wachs? Es ist die Liebe. Wir sind geworden, was wir sind, weil wir Rosen geschenkt bekommen haben von Christus, der uns grenzenlos, unendlich liebt. Wir sind geworden, was wir sind, weil auch viele andere Menschen uns, manchmal unmerklich und leise, fast unauffällig, Rosen in die Hand gedrückt haben und sie uns damit gesagt haben, wie sehr sie uns mögen, wie sie uns schätzen, dass sie sich für uns interessieren, weil sie uns so, wie wir sind, lieben. Vielleicht lassen Sie sich heute ermutigen. Verschenken Sie doch eine Rose. Verschenken Sie eine Rose an irgendeinen Menschen, von dem Sie den Eindruck haben, der sollte mal wieder gesagt bekommen, gezeigt bekommen, mit Worten oder ohne, dass er es wert ist, geliebt zu sein. Dass er so sein darf, wie er ist, der echte Wertschätzung und Interesse verdient hat. Jesus liebt uns, Jesus liebt Sie. Lassen Sie uns diese Liebe weitergeben. Amen. Er wollte seine Wände.
Wir kommen zum Fürbittengebet und da möchte ich Sie noch hinweisen, dass wir auf unserer Homepage eine Möglichkeit eingerichtet haben, dass Sie uns Ihre persönlichen Gebetsanliegen zukommen lassen. All das, was Ihnen gerade Probleme und Sorgen macht, wo Sie keine Perspektiven sehen, lassen Sie für sich beten. Und schauen Sie vorbei auf www.stundedeshoechsten.de. Ein Gebetskreis trifft sich regelmäßig, um für Ihre Anliegen zu beten. Mein Gott, es fällt mir nicht leicht, von Neuem an die Arbeit zu gehen und in die kommenden Tage. Es hat mir gut getan, zu ruhen, zu spielen, zu hören, zu vergessen. Nun soll es wieder ernst werden. Vor mir türmen sich Aufgaben. Ich werde unruhig und frage, wie soll ich durchkommen? Ich bitte dich, heiliger Gott, gib mir Gelassenheit. Hilf mir unterscheiden, was wichtig, was unwichtig ist, was eilt und was nicht eilt. Lass mir Zeit zur Besinnung, zum Gespräch mit dir und den Menschen, auch im Gedränge des Alltags. Bleibe bei mir. Gemeinsam beten wir so, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns gefeiert haben. Wir möchten gerne mit Ihnen in Verbindung bleiben. Wir können das tun über Post, über E-Mail oder auch per Telefon. Gerne können Sie uns auch einen Eintrag auf unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort können Sie auch die Predigten noch einmal zum Nachlesen herunterladen. Wir sind übrigens auch auf Facebook und wöchentlich gibt es dort neue Informationen und wir können miteinander ins Gespräch kommen. Sie erhalten bei uns auch kostenlos diese kleine Broschüre, ein Wort zum Kreuz. Wenn Sie wissen möchten, was wir mit unserem SDH-Kreuz zum Ausdruck bringen möchten, dann dürfen Sie diese Broschüre gerne kostenlos bei uns bestellen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an alle treuen Unterstützer von Ihnen. Vielen Dank für alles, was Sie uns wöchentlich zukommen lassen. Das ist eine Menge, was Sie uns da an Geld anvertrauen. Im Moment reicht es leider noch nicht ganz, um die laufenden Kosten zu decken. Deshalb möchte ich Sie bitten, noch zu prüfen, ob Sie sich auch als Unterstützer verstehen könnten und uns wöchentlich, monatlich oder einmal im Jahr mit einer Spende bedenken können. Wie können Sie SDH unterstützen? Zum Beispiel per SMS einfach das Kennwort SDH an die 81190 senden und uns damit 5 Euro zukommen lassen. Oder Sie spenden online über unsere Homepage www.stundedeshoechsten.de oder aber Sie bestellen sich so eine kleine SDH-Spendenbox. Die können Sie überall aufstellen und für die Arbeit von Stunde des Höchsten sammeln lassen. Ganz herzlichen Dank für alles, was Sie uns zukommen lassen. Sie helfen uns, diese Arbeit fortführen zu können. Wenn Sie heute das erste Mal diesen Fernsehgottesdienst gesehen haben und sich heute noch bei uns melden, haben wir ein kleines Begrüßungsgeschenk für Sie. Es gibt 4 verschiedene kleine Aufstellbücher. Und eines davon mit mutmachenden Texten und tollen Bildern schenken wir Ihnen. Also es lohnt sich. Bitte melden Sie sich doch. Übrigens, wir planen wieder eine SDH-Zuschauerreise. Vom 12. bis 19. November diesen Jahres, 2012, haben Sie die Möglichkeit, mit uns nach Israel zu reisen, in das Land Jesu. Dort hat er gelebt, dort hat er Spuren hinterlassen, die bis heute eindrückliche Zeugnisse seines Lebens und seiner Werke sind. Kommen Sie mit uns mit nach Israel, nach Jerusalem, ans Gartengrab, an die Klagemauer, ans Tote Meer, zur Festung Masada. Besuchen Sie mit uns Yad Vashem und vieles, vieles mehr. Fragen Sie uns nach dem ausführlichen Reiseprospekt und planen Sie die Reise am besten jetzt schon in Ihrem Terminkalender ein. 12. bis 19. November 2012. Das ist eine wunderbare Reisezeit für Israel.
Und jetzt möchten wir Ihnen noch einen kleinen Einblick in unser SDH-Zuschauerbüro gewähren. Das SDH-Zuschauerbüro wird geleitet von Gabriele Bräuning. Dienstag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr besteht die Möglichkeit, über unsere Hotline telefonisch mit ihr in Kontakt zu kommen. Die andere Zeit ist reserviert für die vielen Fragen und Anliegen, die nach den Gottesdiensten per Mail, per Post oder per Anrufbeantworter eingehen. Bei 200 bis 300 Kontaktaufnahmen pro Woche ist das eine Menge Arbeit. Neben den Zuschauern betreut Gabriele Bräuning auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die vor allem am Wochenende Telefondienste übernehmen und für Seelsorge zuständig sind oder sich regelmäßig im SDH-Gebetskreis treffen. In Sachen Spenden sind sie bei ihr auch an der richtigen Adresse. Sie kümmert sich um alle SDH-Spenden und Spender und wenn dann wieder einmal ein paar gefüllte SDH-Spendenboxen zurückkommen, geht es im Büro mit Akkuschrauber handwerklich geschickt zur Sache. Das Besondere ist, dass man mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommt und es ist super interessant, die Lebensberichte zu hören und auch selber daraus zu lernen. Und es ist schön, dass man den Menschen auch weiterhelfen kann in ihren Problemen, in ihren Nöten und Sorgen, zuhören kann und helfen kann, wo man kann. Und man hat wirklich das Gefühl, eine sinnvolle Arbeit zu tun hier. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig in allem, was ihr tut oder lasst, in allem, was euch gelingt oder nicht gelingt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen tiefen und guten Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine von Gott gesegnete und gute Zeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.